Hallo zur neuen Ausgabe von Defi.jetzt und das Thema heute. Ich unterhalte mich mit dem Chat GPT, habt ihr sicherlich schon gehört, der letzte Schrei. Geht momentan auch ziemlich rum im Internet, YouTube und Telegram und so weiter. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt und die erste Frage, die ich der künstlichen Intelligenz im Chat GPT stellen will, ist: Ich mache das heute live. Welche Fragen haben, sagen wir mal, welche 20 Fragen, weil das Ding immer zu faul ist, alle Fragen zu beantworten oder Antworten auszugeben? Welche 20 Fragen haben Experten zu dezentralen Finanzen, auch DeFi genannt? So, dann schicke ich das jetzt mal ab. Bildschirm ist geteilt. Momentan ist so, dass die AI recht ausgelastet ist und sie braucht eine ganze Weile, um Antworten zu bringen. Und in der Regel, ich habe ja schon ein bisschen rumexperimentiert, in der Regel muss man sie mehrmals fragen und bekommt dann aber auch immer unterschiedliche Antworten. Und dann schauen wir mal, was sie jetzt schreibt. Was ist DeFi und wie funktioniert es? Welche Arten von DeFi-Anwendung gibt es? Wie unterscheidet sich DeFi von traditionellen Finanzdienstleistungen? Welche Risiken gibt es beim Investieren in DeFi? Welche DeFi-Projekte sind derzeit am erfolgreichsten? Wie sicher sind DeFi-Plattformen? Wie kann man in DeFi investieren? Wie wird die Regulierung von DeFi aussehen? Was sind die Vorteile von DeFi gegenüber traditionellen Finanzdienstleistungen? Was sind die Nachteile von DeFi? Wie beeinflusst DeFi die traditionelle Finanzindustrie? Wie kann man DeFi nutzen, um seine Finanzen zu verbessern? Wie wird die Zukunft von DeFi aussehen? Was sind die wichtigsten Herausforderungen für die Entwicklung von DeFi? Wie kann man die DeFi für den Einsatz im Unternehmen nutzen? Was sind die wichtigsten Trends im DeFi-Bereich? Welche Auswirkungen hat DeFi auf die Kryptowährungsmärkte? Wie sind die wichtigsten Unterschiede zwischen DeFi und CeFi, also zentralen Finanzen? Wie kann man DeFi-Projekte bewerten? Und wie kann man sich vor Betrug und Sicherheitsproblemen in DeFi schützen? Normalerweise gibt es dann immer noch eine Einleitung, wo dann ein bisschen relativiert wird. Aber was ich festgestellt habe, es gibt dann immer nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen oder an Worten, mit der die KI antwortet. Und wir kopieren das jetzt mal hier und dann stelle ich die Frage nochmal. Mal schauen, wie sie jetzt reagiert. Jetzt macht sie eine Einleitung. Ich kann Ihnen eine Liste von allgemeinen Fragen zum Thema dezentralisierte Finanzen DeFi geben, die von Experten häufig gestellt werden. Okay. Was ist DeFi? Wie funktioniert es? Welche Vorteile bietet DeFi gegenüber traditionellen Finanzsystemen? Wie kann man in DeFi investieren? Welche Risiken gibt es beim bei DeFi-Investitionen, wie wird die Regulierung von DeFi aussehen? Welche DeFi-Projekte sind die größten und am meisten vielversprechendsten? Wie sicher sind DeFi-Plattformen und Smart Contracts? Wie wirkt sich die Volatilität von Kryptowährungen auf DeFi aus? Wie kann man DeFi-Projekte bewerten? Was sind die am häufigsten verwendeten DeFi-Anwendungen? Was sind die größten Herausforderungen für den DeFi-Branche? Welche Auswirkungen wird DeFi auf die traditionellen Finanzmärkte haben? Wie wird DeFi die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen Geld verwalten und ausgeben? Eine interessante Frage. Wie wird DeFi die Art und Weise beeinflussen, wie Unternehmen Finanzierung erhalten? Wie wird DeFi die Art und Weise beeinflussen, wie Regulatoren Finanzdienstleistungen überwachen? Was sind die wichtigsten Trends im DeFi-Bereich? Welche Unternehmen, Organisationen sind am aktivsten im DeFi-Raum? Was sind die wichtigsten Technologien, die DeFi antreiben? Welche Auswirkungen wird DeFi auf die Gesellschaft haben? Wie wird sich
DeFi in Zukunft entwickeln. Bitte beachten Sie, dass diese Liste nicht alle möglichen Fragen zu DeFi umfasst und je nach Kontext und Schwerpunkt der Experten auch andere Fragen relevant sein können. Ja, das ist wieder so eine Ausflucht. Ich hatte ja nach den 20 Fragen gefragt. So, aller guten Dinge sind drei. Ich schicke die Frage nochmal los und wir schauen, welche Antwort jetzt gibt. Ich habe auch festgestellt, zu deutschen Arbeitszeiten ist die KI recht beschäftigt. Ich habe auch, um mich hier mit dem Browser einzuloggen, bin ich nicht reingekommen, obwohl ich mit dem anderen Browser schon eingeloggt war und Fragen stellen konnte. Ich hatte dann auch mal zu Bitcoin Fragen gestellt gehabt, was da so die wichtigsten Fragen war, habe aber festgestellt, dass die KI mir dann halt so 8 bis 10 Fragen nur gibt und ich habe da mal frech nach den 100 wichtigsten oder interessantesten Fragen zu Bitcoin gefragt gehabt und habe dann 16 Fragen bekommen und nach der 16. Frage ist dann die Antwort abgebrochen worden. Wahrscheinlich war dann zu viel Rechenzeit verbraucht und ich habe dann im Gespräch quasi keine Antwort mehr bekommen. Aber die zu den Bitcoin-Fragen werde ich vielleicht auch nochmal ein gesondertes Video machen. Ich werde jetzt mal von den Fragen nachher einige raussuchen, weil einige Fragen ja auch nicht doppelt sind. Ich werde dann diese Fragen nochmal an die KI stellen und dann schauen wir mal, was da die Antworten sind. Aha. Ein Fehler ist aufgetreten. Ich hatte vorhin auch den Fall, dass ich auch ziemlich lange warten musste und die KI hat sich dann auch entschuldigt gehabt. Also offenbar will die KI nicht mehr und ich fange jetzt mal an mit den Fragen. Fragen wir die KI doch mal, was DeFi ist und wie DeFi überhaupt funktioniert. Also DeFi steht für Decentralized Finance, was übersetzt dezentralisierte Finanzen bedeutet. Es bezieht sich auf eine Bewegung, die sich darauf konzentriert, Finanzdienstleistungen auf der Blockchain bereitzustellen. Dazu gehören Dienste wie Kreditvergabe, Zinsen, Handel, Sparen und Versicherung. DeFi-Anwendungen werden aus der Blockchain umgesetzt, um die Sicherheit und Transparenz zu erhöhen und die Abhängigkeit von traditionellen Finanzinstituten zu verringern. Durch die Verwendung von Smart Contracts können DeFi-Anwendungen automatisch selbstausführend sein, was die Kosten senkt und die Geschwindigkeit erhöht. In DeFi-Anwendungen werden Kryptowährungen und Token als Mittel der Wertübertragung verwendet. Nutzer haben die Kontrolle über ihre eigenen Mittel, anstatt sie einer dritten Partei anzuvertrauen. Dies ermöglicht auch die Möglichkeit von höheren Zinsen und mehr Finanzmöglichkeiten für Nutzer, die sonst von traditionellen Finanzdienstleistungen ausgeschlossen wären. So, dann lassen wir uns da nochmal eine zweite Antwort geben. Also kommt auch wieder eine Erklärung. DeFi steht für Decentralized Finance und bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Die Dienstleistungen ermöglichen es Benutzern, Finanztransaktionen und Finanzdienstleistungen ohne die Notwendigkeit von traditionellen Finanzinstituten durchzuführen. DeFi-Anwendungen nutzen Smart Contracts, die auf der Blockchain ausgeführt werden, um automatisch Finanztransaktionen durchzuführen und zu verwalten. Diese Smart Contracts ermöglichen es Benutzern, Finanzdienstleistungen wie Kreditaufnahme, Kreditvergabe, Währungsumtausch, Vermögensverwaltung durchzuführen, ohne auf Banken oder andere Finanzinstitute angewiesen zu sein. DeFi-Anwendungen ermöglichen es auch, Finanzinstrumente wie Token und Kryptowährungen zu verwenden, um Finanztransaktionen durchzuführen. Dies ermöglicht es Nutzern, von den Vorteilen der Blockchain-Technologie wie Transparenz, Sicherheit und Unveränderlichkeit zu profitieren. Was mir hier auffällt, in den ersten zwei Abschnitten wird von Benutzern gesprochen. Und im letzten Abschnitt von Nutzern. Und wenn wir zurückgehen auf die erste Antwort, dann war meines Erachtens war da auch von Nutzern die Rede und nicht von Benutzern. So, dann nehmen wir uns mal die nächste Frage raus. Wie werden DeFi-Anwendungen auf der Blockchain umgesetzt? Da müsste jetzt irgendwas vermutlich mit Smart Contracts kommen. Antwort von der KI.
DeFi-Anwendungen werden auf der Blockchain durch die Verwendung von Smart Contracts umgesetzt. Smart Contracts sind computergesteuerte Verträge, die auf der Blockchain ausgeführt werden und automatisch Finanztransaktionen durchführen und verwalten können. Ein Beispiel für die Verwendung von Smart Contracts, um automatisch Kredite zu verwalten und zurückzuzahlen. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Smart Contracts, um automatisch Kredite zu verwalten und zurückzuzahlen. Ein Benutzer kann durch die Verwendung eines Smart Contracts auf der Blockchain einen Kredit aufnehmen und die Rückzahlungsbedingungen festlegen, die automatisch erfüllt werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Ein anderes Beispiel ist die Verwendung von Smart Contracts, um automatisch Währungen zu tauschen. Ein Benutzer kann durch die Verwendung eines Smart Contracts auf der Blockchain eine Währung in eine andere umtauschen und die Wechselkurse automatisch anpassen, basierend auf den aktuellen Marktbedingungen. Es gibt auch DeFi-Anwendungen, die auf Delegated Proof of Stake, DePOS und andere Formen von Konsensalgorithmen aufbauen. Das ermöglicht es Benutzern, ihre Token als Stimmrechte zu verwenden, um Entscheidungen in Bezug auf die Verwaltung und die Finanzierung von DeFi-Projekten zu treffen. Insgesamt ermöglicht die Verwendung von Smart Contracts in DeFi-Anwendungen es Benutzern, Finanzdienstleistungen und Transaktionen automatisch und ohne die Notwendigkeit von traditionellen Finanzinstituten durchzuführen, während sie von den Vorteilen der Blockchain-Technologie profitieren. Ja, kann man so auch stehen lassen. Nächste Frage ist, welche Arten von DeFi-Anwendungen gibt es? Die Frage können wir ja auch mal stellen. Mal schauen, was sie da antwortet. Nachdem ich hier eine Fehlermeldung zuerst hatte, habe ich die Frage nochmal zurückgeworfen an die KI. Und ich habe dann eine Antwort bekommen. Es gibt verschiedene Arten von DeFi-Anwendungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Einige Beispiele sind, wie wir schon wissen, Kreditvergabe und Aufnahme, Plattformen, die es Benutzern ermöglichen, Kredite aufzunehmen oder zu verleihen, indem sie Kryptowährung als Sicherheit verwenden. Vermögensverwaltung, Plattformen, die es Benutzern ermöglichen, ihr Vermögen automatisch zu verwalten, indem sie Algorithmen und künstliche Intelligenzen verwenden. Drittens, Kryptowährungstausch, Plattformen, die es Benutzern ermöglichen, Kryptowährung automatisch auf der Basis von Wechselkursen umzutauschen. DeFi Lending und Borrowing, Plattformen, die es Benutzern ermöglicht, da ist wieder ein Grammatikfehler, Plattformen, die den Benutzern ermöglichen, Kryptowährung oder Token zu verleihen und auszuleihen. DeFi Insurance, Plattformen, die Benutzern ermöglicht oder ermöglichen, Versicherungen für ihre Kryptowährung und Token abzuschließen. DeFi Prediction Market, Plattformen, die Benutzern ermöglicht, Wetten auf die Zukunft von Märkten, Veranstaltungen und andere Ergebnisse abzuschließen. DeFi Stablecoins, Plattformen, die Benutzern ermöglichen, stabile Kryptowährungen zu erstellen und zu verwenden, die an den Wert von traditionellen Währungen gebunden sind, um die Volatilität zu reduzieren. DeFi Governance, Plattformen, die Benutzern ermöglicht, über die Zukunft und die Finanzierung von DeFi-Projekten abzustimmen. Das sind nur einige Beispiele für die Art von DeFi-Anwendungen. Es gibt viele weitere innovative Anwendungen, die entstehen und sich entwickeln. So, und wie gesagt, dann habe ich das nochmal an die KI zurückgeschickt gehabt und da bekommen wir als Antwort auch wieder Kreditvergabe, Aufnahme, Vermögensverwaltung, Kryptowährungstausch, Lending, Borrowing, DeFi Insurance, das ist jetzt neu, Plattformen, die Benutzern ermöglicht, Versicherungen und für ihre Kryptowährungen Token abzuschließen, Prediction Markets, Stablecoins hat man, DeFi Governance, DeFi Yield Farming ist jetzt auch neue Plattform, die es ermöglicht, Benutzern ihre Kryptowährung oder Token zu verleihen oder zu staken und damit zusätzliche Token als Belohnung zu erhalten. DeFi Wallets, auch neu. Software- und Hardware-Wallets, die es ermöglichen, DeFi-Anwendungen-Plattformen zu nutzen und dabei die Sicherheit der Kryptowährung und Token zu gewährleisten. Bla bla bla. So, jetzt stelle ich doch mal die Gegenfrage mit DeFi Governance. Ganz blöd, was ist DeFi Governance? Gib mir eine verständliche Definition und 5 konkrete Beispiele. Gib
mir Auskunft über die Nachteile von Defi-Governance. Oh, jetzt ist er wesentlich schneller. Defi-Governance bezieht sich auf die Art und Weise, wie Entscheidungen in Bezug auf die Verwaltung und Finanzierung von Defi-Projekten getroffen werden. Es ermöglicht den Benutzern, ihre Token als Stimmrechte zu verwenden, um Entscheidungen in Bezug auf die Projekte zu treffen. Einige konkrete Beispiele für Defi-Governance sind Proposals. Benutzer können Vorschläge einreichen, abstimmen, um Änderungen am Projekt vorzunehmen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Gebühren oder die Implementierung von neuen Funktionen. Ja. DAOs, Decentralized Autonomous Organization, eine Form von DeFi-Governance, bei der die Entscheidungen durch die Tokeninhaber getroffen werden, die ihre Token als Stimmrechte verwenden. Token Voting, Benutzer können ihre Token verwenden, um über wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Projekt abzustimmen, ist ein bisschen ähnlich. Liquid Democracy, Benutzer können ihre Stimme direkt oder indirekt durch Vertreter abgeben. Dieses Thema flüssige Demokratie oder liquide Demokratie habe ich auch in meinem Buch Dezentrales Geld abgehandelt. On-Chain-Governance, Entscheidungen werden auf der Blockchain getroffen, wodurch Transparenz und Unveränderlichkeit gewährleistet werden. Naja, ich glaube nicht, dass sie dort getroffen werden, die werden dort dokumentiert. Ein Nachteil von DeFi-Governance kann sein, dass es möglicherweise zu einer geringen Beteiligung führen kann, da nur diejenigen, die Token besitzen, abstimmen können. Es kann auch dazu führen, dass die Entscheidungen von wenigen großen Tokeninhabern getroffen werden, was zu einer ungleichen Verteilung der Macht führen kann. Es kann auch dazu führen, dass Entscheidungen nicht immer im besten Interesse aller Beteiligten getroffen werden. Und es gibt auch Risiken in Bezug auf die Sicherheit und die Regulierung. So, dann lassen wir uns dann nochmal eine zweite Meinung dazu geben. Definition ist ein bisschen ähnlich. DeFi-Governance bezieht sich auf die Verwaltung und Entscheidungsfindung innerhalb von DeFi-Projekten und Plattformen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Es ermöglicht Benutzern, über die Zukunft und Finanzierung des Projektes abzustimmen, Entscheidungen zu treffen, indem sie ihre Token als Stimmen verwenden. Ein Beispiel für DeFi-Governance ist die Verwaltung von DAOs, die auf der Blockchain ausgeführt werden und es Benutzern ermöglichen, über die Verwaltung und Finanzierung des Projektes abzustimmen. Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung von Token-Stimmrechten, hat man auch schon. Weiteres Beispiel ist das Voting über die Implementierung von Änderungen im Smart Contracts Code und die Anpassung der wirtschaftlichen Regeln. Das ist ein Schreibfehler, wirtschaftlich wird hier klein geschrieben. Ein weiteres Beispiel ist die Wahl von Validatoren und Repräsentanten, die das Projekt verwalten sollen. Ja. Ein weiteres Beispiel ist die Abstimmung über die Verteilung von Projektgeldern und die Finanzierung von Entwicklungsprojekten. So, jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Die Nachteile sind, wie zum Beispiel, dass es möglicherweise schwierig sein kann, eine ausreichende Anzahl von Benutzern zu erreichen, um eine Abstimmung durchzuführen und dass es möglicherweise zu Konflikten und Spaltungen innerhalb der Community kommen kann. Ja, das mit der Spaltung ist neu, mit den nicht genug Benutzern hatten wir schon. Es gibt auch das Risiko, dass Tokeninhaber, die einen größeren Anteil an Token besitzen, unverhältnismäßig große Kontrolle über die Entscheidungsfindung haben und dass es zu Sibyl-Angriffen oder Angriffen, ja, und Stimmenaufkauf kommen kann. Es ist wichtig, die Regeln und die Mechanismen der DeFi-Governance sorgfältig zu prüfen, bevor man sich an einem Projekt beteiligt. Da das nicht jedem geläufig ist, frage ich doch mal, erkläre bitte Sibyl-Angriffe. Dann spare ich mir nämlich die Erklärung. Also ein Sibyl-Angriff ist ein Angriff auf ein Peer-to-Peer-Netzwerk, bei dem ein Angreifer versucht, die Kontrolle über das Netzwerk zu erlangen, indem er eine große Anzahl von Identitäten und Knoten erstellt. Und im Falle von DeFi-Governance würde ein Angreifer versuchen, eine große Anzahl von Token zu erwerben und diese Token zu verwenden, um die Abstimmungsergebnisse zu beeinflussen und die Kontrolle über das Projekt zu erlangen. Ein Angreifer kann auch versuchen, mehrere Konten zu erstellen, indem er mehrere Identitäten verwendet, um die Abstimmungsergebnisse zu beeinflussen und die Kontrolle über das Projekt zu erlangen. Dies kann dazu führen, dass die legitimen Stimmen von Benutzern überstimmt werden, und dass das Projekt nicht mehr fair und demokratisch gestaltet ist.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Sibyl-Angriffe zu verhindern, wie zum Beispiel die Verwendung von Know Your Customer-Verfahren oder die Implementierung von Reputationssystemen, die es ermöglichen, die Identität von Benutzern zu verifizieren. Naja, das ist schon ein bisschen besser. Aber Know Your Customer braucht man eigentlich nicht. So, jetzt suchen wir uns mal ein paar weitere Fragen aus. Wie beeinflusst DeFi die traditionelle Finanzindustrie? Die Frage hat mir in ähnlicher abgewandelter Form ja auch immer, gibt es in 10 oder 5 Jahren noch Banken? Und jetzt frage ich dir mal die KI, was sie dazu meint. DeFi beeinflusst die traditionelle Finanzindustrie auf verschiedene Weise. Einige der wichtigsten Auswirkungen sind: Disruption von traditionellen Finanzdienstleistern. DeFi-Anwendungen ermöglichen es Benutzern, Finanzdienstleistungen ohne die Notwendigkeit von traditionellen Finanzinstituten durchzuführen. Dies kann dazu führen, dass traditionelle Finanzdienstleister ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um mit der DeFi-Entwicklung Schritt zu halten. Zweitens, Erhöhung der Konkurrenz. DeFi-Anwendungen ermöglichen es neuen Unternehmen der Finanzbranche einzutreten oder in die Finanzbranche einzutreten und traditionellen Finanzdienstleistern Konkurrenz zu machen. Drittens, Steigerung der Finanzinklusion. DeFi ermöglicht es Menschen, die bisher keinen Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen hatten, Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Erhöhung der Transparenz und Sicherheit. DeFi-Anwendungen nutzen die Blockchain-Technologie, die es ermöglicht, Finanztransaktionen transparent und sicher durchzuführen. Erhöhung der Flexibilität. DeFi ermöglicht es Benutzern, ihre Finanztransaktionen und Dienstleistungen an ihre Bedürfnisse anzupassen. Was ich hier bemerkenswert finde, KI arbeitet eigentlich intern wahrscheinlich in Englisch oder mehreren Sprachen. Aber auf alle Fälle, ich stelle ihr eine Frage auf Deutsch, kriege die Antworten auf Deutsch und bestimmte oder typisch deutsche Sachen mit diesen Finanztransaktionen und Minus, also Auslassungszeichen, Dienstleistungen, dieses Spiel kann die KI auch spielen. Ab und zu hat sie mal ein paar Schreibfehler oder ein paar Grammatikfehler, aber im Wesentlichen ist das so, dass man den Inhalt eindeutig verstehen kann. Also weiter im Text. Sechstens, Erhöhung der Liquidität. DeFi-Anwendungen ermöglichen es Benutzern, ihre Vermögenswerte schneller und einfacher zu handeln und zu verwenden und Erhöhung von Effizienz. So, und dann war die Rechenzeit offensichtlich vorbei. Erhöhung von Effizienz ist noch ein weiterer Punkt gewesen, den sie angesprochen hatte, aber dann nicht zu Ende geführt hat. Gut, picke ich mir mal die nächste Frage raus. Was sind die wichtigsten Trends im DeFi-Bereich, die ich auch interessant finde? Die KI antwortet, es gibt mehrere wichtige Trends im DeFi-Bereich. Einige davon sind: Erstens, Wachstum der Nutzerzahlen und der Gesamtwerte gesperrter Mittel, TVL. DeFi hat in den letzten Jahren DeFi hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl was die Anzahl der Benutzer als auch die Gesamtwerte gesperrter Mittel betrifft. TVL heißt Total Value Locked. Das deutet darauf hin, dass immer mehr Menschen DeFi-Anwendungen nutzen und ihr Vermögen in DeFi-Projekte sperren. DeFi-Anwendung im realen Leben. Doppelpunkt. Es gibt eine zunehmende Anzahl von DeFi-Projekten, die versuchen, die Anwendung in den Alltag von Menschen zu integrieren, indem sie zum Beispiel Lösungen für die Bezahlung von Rechnungen oder Verwaltung von Vermögen anbieten. Stablecoins, die an den Wert von traditionellen Währungen gebunden sind, werden immer populärer, da sie die Volatilität von Kryptowährungen reduzieren. Und es, dafür ging dann irgendwie wieder die Rechenzeit aus. Ach nee, ging nicht aus. So, ich habe die Frage nochmal zurückgegeben an die KI. Jetzt ist es ein bisschen schneller. Bla bla bla. Erstens, DeFi-Aggregatoren, also Plattformen, die es Nutzern ermöglichen, mehrere DeFi-Anwendungen und Dienste an einem Ort zu nutzen und zu vergleichen. Interoperabilität, Entwicklung von Technologien und Standards, die es ermöglichen, DeFi-Anwendungen und Dienste miteinander zu verbinden und zu kommunizieren. DeFi-Versicherung, Entwicklung von Versicherungsprodukten, bla bla bla.
DeFi-Kreditplattform und DeFi-Vermögensverwaltung. Jetzt habe ich schon 5 Antworten bekommen. Jetzt schauen wir nochmal. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück. Alle guten Dinge sind 3. Aha, jetzt kommen DeFi-Anwendungen auf Layer 2, wie zum Beispiel Optimistic Rollups, Skalierbarkeit von DeFi-Anwendungen sollen das verbessern und Transaktionsgebühren reduzieren. DeFi-Anwendung auf mehreren Blockchain ist auch eine interessante Kiste. Und NFT und DeFi ist auch ein interessanter Gesichtspunkt, der jetzt hier mit reinkommt. Also es gibt, er schreibt bei dem dritten Punkt, es gibt eine zunehmende Integration von NFTs, Non-Fungible Tokens in DeFi-Anwendungen. Dies ermöglicht digitale Vermögenswerte und Sammlerstücke zu tokenisieren und zu handeln. So, und dann hat dann wieder die Zeit nicht ausgereicht, um die Antwort mir fertig zu geben. Hier fragen wir doch mal, wie man DeFi-Projekte bewerten kann. Auch eine gute Frage. Die KI antwortet, es gibt mehrere Faktoren, die man berücksichtigen kann, wenn man DeFi-Projekte bewertet. Technologie. Überprüfen Sie, ob das Projekt eine solide technologische Basis hat und ob es gut entwickelt und gepflegt wird. Team. Überprüfen Sie das Team hinter dem Projekt, damit hinter dem Projekt, darunter Ihre Erfahrung, Ihre Fähigkeiten und die bisherigen Leistungen. Das ist richtig. Partnerschaften und Netzwerk. Überprüfen Sie, ob das Projekt Partnerschaften mit anderen Unternehmen oder Projekten hat und ob es ein starkes Partnerschaftsnetzwerk aufgebaut hat. Tokenökonomie. Überprüfen Sie die Tokenökonomie des Projektes, darunter die Verteilung der Token, die Tokeninflation und die Tokenverwendung. Nutzung und Adaption. Überprüfen Sie die Nutzung und Adaption des Projektes, ob es tatsächlich eine Nachfrage nach seinen Diensten gibt. Community. Überprüfen Sie die Community hinter dem Projekt, darunter die Aktivität in sozialen Medien und die Anzahl der Entwickler, die an den Projekten arbeiten. Regulierung. Überprüfen Sie, ob das Projekt innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen operiert oder ob es sich an die geltenden Vorschriften hält. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bewertung von DeFi-Projekten komplex sein kann und dass es keine allgemeingültige Methode gibt. Holen wir uns mal noch eine zweite Antwort ein. Es gibt mehrere Faktoren, die man berücksichtigen kann, wenn man DeFi-Projekte bewertet. Einige davon sind, Technologie ist wichtig, die technologischen Aspekte des Projektes zu untersuchen, wie Beispiel die Verwendung von Smart Contracts, die Sicherheit des Codes und die Skalierbarkeit des Projektes. Das ist gut. Use Case, Problemlösung. Ein Projekt sollte einen klaren Use Case und eine Lösung für ein bestehendes Problem haben. Es sollte auch eine Nachfrage nach der Lösung geben und eine klare Vision für die Zukunft des Projektes. Das ist richtig. Team und Partnerschaften. Es ist wichtig, das Team hinter dem Projekt und ihre Erfahrung zu untersuchen. Es ist auch wichtig, die bestehenden Partnerschaften und Unterstützung des Projektes durch die Branche zu untersuchen. Tokenökonomie. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Token des Projektes funktioniert. Wie die Tokenökonomie des Projektes funktioniert und welche Rolle die Token in der Plattform spielen. Community. Ein Projekt sollte eine aktive, engagierte Community haben, die Entwicklung und das Wachstum des Projektes unterstützt. Regulierung. Es ist wichtig zu verstehen, ob das Projekt die geltenden Gesetze und Vorschriften entspricht, wie es auf die zukünftige Regulierung auswirken können. So, es ist wichtig, die oben genannten Faktoren und so weiter. Wahrscheinlich vom Einzelfall abhängig und individuell zu prüfen und bla bla bla. So, an dieser Stelle will ich es für heute mal bewenden lassen. Also fand ich recht interessant. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Schreib es doch mal unten in die Kommentare oder lass deine Meinung in unserer Telegram-Gruppe die anderen auch wissen. So, das war's Vorgespräch, sagen wir mal. Oder der Hauptteil des Gesprächs. Und jetzt mache ich das einfach mal so, dass ich jetzt die KI wie einen normalen Gesprächspartner behandle. Und am Anfang haben wir ja immer die Fragen gestellt, zum Beispiel, wann hattest du den ersten Computer im Zugriff? Mal schauen, wie sie darauf antwortet.
Also sie antwortet, ich bin ein Computerprogramm, habe keine physischen Fähigkeiten, ich wurde auf einem Server hochgeladen und bin seitdem verfügbar, um Anfragen zu beantworten. Dann Nachfrage, wann wurdest du hochgeladen? Ich wurde im Jahr 2021 von OpenAI entwickelt und hochgeladen. Wer ist OpenAI? OpenAI ist ein künstlicher Intelligenz, Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Technologien und Produkten im Bereich der künstlichen Intelligenz und maschinellen Lernens konzentriert. Es wurde von einer Gruppe von Unternehmen und Forschern, darunter Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien. OpenAI hat das Ziel, die künstliche Intelligenz in eine Richtung zu lenken, die für alle Menschen von Nutzen ist. Aha. Nächste Frage ist zum Krypto-Werdegang. Teile mir deinen Krypto-Werdegang bitte mit. Ich bin ein Sprachmodell und habe keinen Werdegang im Bereich Kryptowährung. Ich bin entwickelt worden, um natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren, sowie um Antworten auf Fragen zu geben, die in natürlicher Sprache gestellt werden. Ich kann Ihnen jedoch allgemeine Informationen über Kryptowährung und ihre Funktionsweise geben, wenn Sie möchten. Ja, kommen wir sicherlich drauf zurück. Die nächste Frage. Deine Definition von DeFi hat man ja eigentlich schon, mehr oder weniger hat sie dir ja schon mitgeteilt. Überspringe ich jetzt mal. Und jetzt, frage ich sie einfach, du bekommst 1000 Euro von uns. Wie tauschst du sie? Da ich ein Computerprogramm bin, kann ich keine finanziellen Transaktionen durchführen und somit Geld nicht tauschen. Aber als Vorschlag, sehr gut, wäre jetzt noch eine nächste Frage. Um 1000 Euro in Kryptowährung zu tauschen, können Sie zunächst eine Kryptowährungsbörse auswählen, die Euro als Zahlungsmittel akzeptiert. Dann können Sie ein Konto erstellen, Ihre Identität verifizieren und eine Zahlungsmethode, wie zum Beispiel Banküberweisung, hinzufügen. Sobald das Geld auf dem Konto ist, können Sie damit Kryptowährung kaufen und verkaufen. Einige bekannte Kryptowährungsbörsen, die Euro akzeptieren, sind Binance, Bitpanda, Kraken, Bitstamp. Wobei Bitpanda rate ich eher ab. Ist aber meine persönliche Meinung. Ich empfehle Ihnen jedoch, sich gründlich mit den verschiedenen Börsen, ihren Gebühren und ihrer Sicherheit vertraut zu machen, bevor Sie sich entscheiden, auf welcher Sie handeln möchten. Ja, dann stellen wir die Frage mal rum. In welche Börsen, Quatsch, Kryptowährungen ist es gewinnbringendsten aktuell 1000 Euro zu tauschen? Ja, es ist schwierig zu sagen, ja, da der Kryptowährungsmarkt sehr volatil ist und die Preise schnell und stark schwanken können. Was heute als gewinnbringend erscheint, kann morgen schon weniger attraktiv sein. So, ich empfehle, sich mit den verschiedenen Kryptowährungstechnologien auseinanderzusetzen. Also hier wieder eine Ausflucht. Bababa. Anlageform. Bababa. Dass Kryptowährungen ein höheres Risiko haben als andere Anlageformen. Es wichtig ist, dass Sie nur Geld investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Es gibt einige Kryptowährungen, die in letzter Zeit gute Performance gezeigt haben, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance Coin, Polkadot und viele andere. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es keine Garantien für die Zukunft ist. Es wird empfohlen, sich mit den verschiedenen Analysen und Meinungen und Prognosen von Experten zu befassen und eine fundierte Entscheidung zu treffen. So, und jetzt tue ich einfach mal nun mal Butter bei die Fische. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Ich entschuldige mich, falls ich zuvor nicht präzise genug war. Ich bin ein Sprachmodell und basierend auf meinem Wissensstand von 2021, bis dahin weiß er alles, habe ich keine Informationen über die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Volatilität des Kryptomarkts und kann daher keine Empfehlung für den Kauf von Kryptowährung geben.
Es ist wichtig, dass Sie eigene Recherche durchführen und sich mit den Risiken und Chancen von Kryptowährungen vertraut machen, bevor Sie investieren. Es ist auch ratsam, sich einem Finanzberater oder einen Experten im Kryptowährungsbereich zu wenden, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Naja, das würde ich jetzt mal so als Antwort nicht gerade akzeptieren, aber wahrscheinlich komme ich da jetzt nicht weiter. Müssen wir akzeptieren, welche Kryptoassets findest du gut und warum? Mal sehen, was sie jetzt von sich gibt. So, als Sprachmodell habe ich keine persönliche Meinung, kann keine Empfehlung für den Kauf von Kryptowährungen geben. Es ist wichtig zu betonen, dass Kryptowährungen sehr volatil, eine sehr volatilen, unsichere Markt sind und Investitionen in Kryptowährungen können hohe Risiken beinhalten. Es gibt einige Kryptowährungen, die als besonders stabil etabliert gelten, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, die oft als die großen zwei in der Branche bezeichnet werden. Sie haben eine lange Historie und eine große Anzahl von Anwendungsfällen sowie eine breite Akzeptanz in der Branche. Andere Kryptowährungen haben auch einigen Merkmale und Anwendungsfälle, haben auch ihre eigenen Merkmale und Anwendungsfälle, wie zum Beispiel Ripple. Hat sich auf die Verbesserung der Zahlungsabwicklung und Abwicklung spezialisiert. Naja, also von Banken. Litecoin hat eine schnelle Transaktionsbestätigungszeit, eine schnellere Zeit. Es gibt keine schnellere Zeit, es gibt kürzere Zeiten. Und geringere Transaktionsgebühren als Bitcoin. Cardano hat einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit. Naja, wenn sie mal in die Puschen kommen würden. Und Polkadot ist ein Multi-Chain wird groß geschrieben, System und ermöglicht Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains. Es ist wichtig zu betonen, dass es nicht eine einzige Kryptowährung gibt, die für alle Anwendungsfälle Investoren gleichermaßen geeignet ist. Es ist wichtig, sich gründlich über die verschiedenen Blablabla zu informieren. Naja, auch nichts gerade wahnsinnig aussagekräftig, aber zumindest hat sie noch ein paar weitere Währungen ins Spiel gebracht. Litecoin, Ripple, Cardano und Polkadot. Auf unserer Abschlussfolie haben wir immer die Fragen, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Ja, es ist schwer vorherzusagen. Ja, natürlich. Wie sich die Finanzbranche in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sich die Finanzbranche in Richtung digitaler, automatisierter Lösung entwickeln wird und Kryptowährung und Blockchain-Technologie könnten eine Rolle dabei spielen. Die einige Experten glauben, dass Kryptowährung und Blockchain-Technologie dazu beitragen können, die Kosten für Finanztransaktionen zu senken und die Transparenz und Sicherheit zu erhöhen. Dies könnte dazu führen, dass die traditionellen Banken ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um mit diesen neuen Technologien mitzuhalten. Andererseits gibt es auch Stimmen, die davon ausgehen, dass die Banken ihre Rolle als vertrauenswürdige und regulierte Institutionen beibehalten werden und Kryptowährungen eine andere neue Technologie in ihre Dienstleistungen integrieren werden. Es ist schwer vorherzusagen, welche Auswirkungen Technologie in die Zukunft haben wird und wie schnell sich die Dinge ändern. Und da gab es dann wieder einen Fehler. Aber okay. So, und dann fragen wir doch mal, was kommt nach NFT? Beziehungsweise ich stelle die Frage nochmal, weil ich jetzt hier abgebrochen wurde in der Antwort. Interessante neue Fehlermeldung, Error in Bodystream. Aha, also die Verbindung zur KI ist dann irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. So, nächste erfolgreiche Antwort auf die Frage, wird es in 10 Jahren noch Banken geben? Es ist schwer vorherzusagen, wie sich die Finanzbranche in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die Rolle von Banken sich verändern könnte, insbesondere durch die zunehmende Verwendung von Technologien wie Kryptowährung und Blockchain. Einige Experten glauben, dass Kryptowährung und Blockchain die Art und Weise, wie wir Geld transferieren und speichern, grundlegend verändern können und dass dies zu einer Reduzierung der Rolle von Banken führen kann. Kryptowährungen ermöglichen es direkt zwischen zwei Parteien, ohne die Notwendigkeit von Banken zu transferieren. Andere Experten glauben jedoch, dass die Banken sich an die veränderten Umstände anpassen, ihre Geschäftsmodelle ändern werden, um sich den Herausforderungen von Kryptowährung und Blockchain zu stellen. Es ist auch denkbar, dass Banken ihre Dienste erweitern und Kryptowährung und Blockchain-Technologien in ihre Angebote einbeziehen werden. Ja.
passiert ja auch schon. Es ist also ungewiss, ob in welchem Umfang Banken in 10 Jahren noch bestehen. Und dann ist wieder der Abbruch. Und ich mache da mal einen neuen Chat auf und frage sie, was kommt nach DeFi und NFT? So Antwort, es gibt keine Möglichkeit, sicher vorherzusagen, was als nächstes in der Welt der Kryptowährung Blockchain-Technologie kommen wird. Es gibt jedoch einige Bereiche, die aktuell viel Aufmerksamkeit erhalten und denen weitere Entwicklungen zu erwarten sind, wie zum Beispiel Decentralized Finance, NFTs, ja, die haben ja schon gesagt, Privatsphäre und Skalierbarkeit von Blockchain, sowie die Anwendung von Blockchain-Technologie in Bereichen wie Supply Chain Management, also Lieferketten, und Gaming, also Spielbereich. So, schmeißen wir nochmal zurück, mal sehen, was jetzt als Antwort kommt. Nächster Antwortversuch. Es gibt keine Möglichkeit, sicher zu sagen, was als nächstes in der Kryptowelt kommen wird. Einige Leute glauben, dass die nächste große Sache in der DeFi-Szene die Integration von DeFi mit anderen Bereichen wie IoT, Internet der Dinge, und KI, künstliche Intelligenz, sein könnte. Andere glauben, dass die Dezentralisierung von Cloud Computing die nächste große Sache sein könnte. Es gibt auch viele andere Technologien und Anwendungen, die potenziell die Aufmerksamkeit der Krypto-Community auf sich ziehen könnten. Also komplett anderer Ansatz bei der Antwort hier, finde ich gut. Offensichtlich noch nicht fertig. Jetzt fertig. Und dann, weil es doch so gut war und weil wir zwei total verschiedene Antworten bekommen haben, nochmal zum dritten Mal. So, es gibt mehrere mögliche Entwicklungen im Bereich der Kryptowährung und Blockchain-Technologie, die als nächstes großes Ding angesehen werden könnten. Einige Beispiele sind CeFi, Centralized Finance. Dies bezieht sich auf die Verwendung von traditionellen Finanzinstituten und Dienstleistern in Verbindung mit Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Okay. Privacy Coins, also Privatsphäre. Diese Kryptowährungen legen einen besonderen Fokus auf die Privatsphäre und Anonymität der Benutzer, indem sie Technologien wie Zero Knowledge Proofs und Coin Mixing verwenden. DeFi-Ökosysteme auf anderen Blockchain, während die Mehrheit der DeFi-Projekte derzeit auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind und auf ihren Klonen, könnten in Zukunft auch DeFi-Ökosysteme auf anderen Blockchain wie zum Beispiel Solana oder Binance Smart Chain entstehen. Tokenized Real Assets. Hier geht es dabei um die Verwendung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, um echte Vermögenswerte wie Immobilien, Kunstwerke oder Aktien in digitale Token darzustellen und zu handeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Entwicklungen nicht unbedingt einander ausschließen und sich auch überschneiden können. Okay. Dann mache ich mal die Abschlussfrage doppelt. Jetzt frage ich erstmal, wer ist Satoshi Nakamoto? Ralf, der Spielverderber, hatte ja den Satoshi Nakamoto in Midwider ausgemacht, zumindest einen Briefkasten von ihm. Jetzt schauen wir mal, was die KI dazu weiß. Sie kramte wahrscheinlich in ihren Gehirngängen ziemlich lange rum. Mal sehen, was als Antwort kommt. So, jetzt habe ich gefragt, wer Satoshi Nakamoto ist, habe es aber falsch geschrieben. Und die KI erkennt das aber richtig. Satoshi Nakamoto ist der Pseudonym, unter dem die Person oder Gruppe, die die Kryptowährung Bitcoin erfunden hat, bekannt ist. Bis heute bleibt die wahre Identität von Satoshi Nakamoto anonym. Wer könnte Satoshi Nakamoto sein? Fragen wir doch mal nach. So, Heureka, es gibt eine Antwort. Es gibt viele Vermutung darüber, wer Satoshi Nakamoto sein könnte, aber bisher hat sich keine dieser Theorien als wahr erwiesen. Einige glauben, dass Satoshi Nakamoto eine Person ist, während andere glauben, dass es um eine Gruppe von Menschen handelt, dass es sich um eine Gruppe von Menschen handelt. Es gibt auch Theorien, dass Satoshi Nakamoto ein Pseudonym für eine bekannte Person und eine Person aus der Krypto-Community ist. Einige Leute haben sich auch als Satoshi Nakamoto zu erkennen gegeben, aber ihr Anspruch wurde nicht bestätigt. Bis heute bleibt die Identität von Satoshi Nakamoto ein Rätsel. Ist jetzt eine Antwort, die mich nicht zufriedenstellt. Sind ja jetzt nur Ausflüchte. Ich wollte jetzt konkrete Namen haben. Namen, bitte. Frage ich doch einfach mal nach. Und jetzt schmeißt sie mich heraus, nachdem ich hier mehr wissen wollte. Also,
tun wir an dieser Stelle das Gespräch beenden und betrachten das wieder als unerwarteten Verbindungsabbruch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt mir gewogen. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und wenn ihr unten in die Kommentare eure Anmerkungen, eure Meinung, eure Fragen reinschreibt. Kommt auch gerne in die Telegram-Gruppe und diskutiert dort. Also bis zum nächsten Mal, euer Thor Alexander.